Folgendes. Wir haben 12 Hauptmeridiane. Das ist Gallenblase, Leber, Lunge, Dickdarm, Magen, Milz, Herz, Dünndarm, Blase, Niere und Herzbeutel, Perikard und Sanjiao. Das sind 12 Hauptmeridiane. Dann haben wir noch 8 Sondermeridiane. Und zu diesen 8 Sondermeridianen gehören Dumai und Renmai. Und beide zusammen bilden den kleinen himmlischen Kreislauf. So, das ist absolutes Grundlagenwissen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Qigong-Lehrer trefft, der euch das nicht so aufbröseln kann, dann ist da ein starkes Manko, wenn euch das ein Qigong-Lehrer so nicht sagen kann. Also das sollte jeder, der Qigong unterrichtet, wissen, schon mal. So, und dann hier Dumai und Renmai, also der kleine himmlische Kreislauf, ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. So, und der wird halt sehr unterschiedlich geübt, der kleine himmlische Kreislauf. Und wir haben ja in diesem Programm 252, das kleine Organ-Qigong, da haben wir ja die Übung für den kleinen himmlischen Kreislauf. Die Übung, die die IQGV verwendet. Es gibt, mir sind 3 Übungen für den kleinen himmlischen Kreislauf bekannt. Mehr brauche ich auch nicht. Und eine davon halte ich für sehr ungeeignet. Und das ist aber leider nun mal die am meisten gebrauchte Übung für den kleinen himmlischen Kreislauf. Da setzt man sich hin und geht in so einer Art Meditation jeden Akupunkturpunkt durch. Halte ich für sehr ungeeignet. Die Übung, die wir im 252 kleinen Organ-Qigong haben, halte ich für wesentlich geeigneter. Also diese Meditationsmethode für den kleinen himmlischen Kreislauf lehne ich ab. Gut. Ist bloß, wird zu 95% in Deutschland so praktiziert. Warum? Ja, weil das mal irgendwann vor 30 Jahren jemand auf den Markt gebracht hat, der hat gesagt, dass das ist die Übung dafür, weil er nicht mehr wusste. Und seitdem kaut das jeder nach. Gut. Ja.